du, Barry, ich will ein Extravaganza-Video machen. Hast du Tracer gesehen? Oder irgendein Dragonlink-Deck? Auch nicht? Vielleicht sollten wir mal Hartmann fragen, vielleicht hat er eine Idee, wo Dragonlink-Spieler sind. Und damit hallo und herzlich willkommen YouTube. Ich bin Sauberteen. Heute gibt es mal ein Video zur Extravaganza, die am letzten Wochenende vorbeigegangen ist, an der ich auch teilgenommen habe und an der ich auch nicht ganz so erfolgreich gewesen bin, wie ich es gerne gehabt hätte. Hat verschiedene Gründe. Ich werde mit euch darüber sprechen, was passiert ist und was da abgegangen ist. Am letzten Dienstag, also vorgestern, ist ja mein Video online gegangen zu den Top-Decklisten. Erstmal da Shoutouts an Flo und an Hartmann und an Tim, die extrem gut performt haben auf der letzten Extravaganza. Für alle, die nicht wissen, was eine Extravaganza ist, das ist ein Turnier, was von Raid & Trade veranstaltet wird, was von Konami logischerweise supported wird, denn das ist das größte Online-Turnier, was ihr quasi spielen könnt. Das ist quasi wie eine YCS oder eine große Regional, an der ihr quasi teilnehmen könnt im Remote-Duel. Und das geht ganz einfach, ihr geht auf die Seite von Raid & Trade, registriert euch, zahlt den Betrag und dann bekommt ihr im Endeffekt die Möglichkeit, da zu spielen in mehreren Runden. Wir hatten letztes Mal 207 Spieler, was, holy shit, eine ganze Menge war auch, mehr als beim letzten Mal. Wir haben dann 8 Runden gespielt, was wie so eine große Regional ist, was also ziemlich cool ist. Also, was habe ich gespielt? Ich habe Tribe Guild Zodiac gespielt. Wenn ihr mich fragt, ein ziemlich cooles Deck und wenn man sich den Extravaganza Breakdown so anguckt, war ich nicht der einzigen Meinung, denn Dragonlink waren mit 18 Decks extrem wenig vertreten. Man hat das Gefühl gehabt, dass die meisten Leute, die wirklich halt Meta spielen wollen oder halt wirklich gut abschneiden wollen, das Deck geschützt haben, was sie schon mal testen wollen für die nächsten Formate, wenn Dragonlink vielleicht nicht mehr das beste Deck ist, weil die Bandliste was anderes sagt. Ich möchte aber ganz kurz einmal darauf eingehen, was ich finde, was ein cooles Yu-Gi-Oh! Event ist und warum Yu-Gi-Oh! Events an sich immer cool sind. Ich finde persönlich immer, es geht immer um den Austausch zwischen verschiedenen Spielern. Das heißt, über Games zu quatschen, über Situationen zu reden, über lustige Ereignisse zu reden. Das heißt, wenn ihr auf eine YCS geht, geht ihr ja meistens nicht alleine dahin, sondern ihr geht meistens mit irgendwelchen Freunden dahin oder mit anderen Leuten, die ihr treffen könnt, mit anderen Creatoren, irgendwas in die Richtung. Und die Extravaganza hat für mich immer diesen Punkt gehabt, wo genau das halt gefehlt hat. Dass ihr halt nicht mit anderen Leuten interagieren könnt zwischen den Runden, weil zu wenig Zeit war oder andere Sachen. Bei dieser Extravaganza war das aber so. Das war ein bisschen anders, denn es gibt einen Discord-Server, wo wir quasi uns nach jeder Runde getroffen haben und ausgetauscht haben über die verschiedenen Runden, wie wir stehen. Und das war ein richtiger Hype, als Flo quasi dann 3-0 stand, 4-0 stand, 4-1 und dann bis 7-1 durchgegangen ist. Das war ein richtiger Hype-Moment. Aber ich würde sagen, ich spreche mal ganz kurz von meiner Erfahrung. Ich zeige euch zuerst mal das Deck, was ich gespielt habe. Und das ist halt Tribe Guild Zoo gewesen. Ein bisschen anders, als viele andere es gespielt haben. Ich glaube, meine Variante ist echt gut für meinen Spielstil, den ich halt habe und für das, was ich machen wollte. Also ich habe ganz einfach wirklich geguckt, was sind die besten Ratios, die ich spielen kann. Ich habe mich dafür entschieden, die Standard-Ratio an Tribeger zu spielen für das Deck. Das sind in dem Fall 3x Fraktal, 3 Nerval, 3 Kids und 2 Keras. Das ist halt die Ratio, die ihr für die Tribeger jetzt braucht, damit das wirklich gut funktioniert. Der Kid sendet was auf dem Friedhof, der Fraktal kann auch was auf dem Friedhof schicken, der Keras kann sich selber specialen und Nerval kann was suchen. Alles in allem eine ganz gute Kernstrategie. Dann die Zodiacs, die wir gespielt haben. Redpeer, Ramram und Riptail. Ich mache mit Zodiac Redpeer und Ramram die Combo, um halt 5 Materialien in Friedhof zu bekommen für die Fallenkarte, die wir im Deck spielen. Und Riptail ist wirklich nur dafür da, falls wir irgendwie auf einem Dryden enden können, dass wir Riptail quasi attachen können, dass wir nochmal einen extra Pop mit Dryden haben, was, wenn ihr mich fragt, ziemlich stark sein kann. Also auf jeden Fall da eine ganz gute Variante. Dann mein Handtrap-Lineup war dieses Mal sehr interessant. Ich habe mich entschieden für 3 Ash, für 3 Droll und für 2 Skullmeister. Denn das war für mich so die größte umfassende Utility, die ich im Main Event erwartet habe. Also Sachen wie Prankits, wie VW, wie Dinos. Dafür ist es halt richtig gut. Und halt für Dragonlink halt auch, weil ich habe halt schon erwartet, dass ein paar Dragonlink-Spieler kommen. Nicht wie Flo, denn der hat quasi gesagt, Dragonlink existiert nicht. Props nochmal dafür, hat für ihn ja funktioniert. Ich habe tatsächlich gegen Dragonlink gespielt und das auch verloren. Kommen wir aber gleich noch drauf zu. Auf jeden Fall sehr solider Handtrap-Lineup. Habe ich mich bei den Spells dazu entschieden, 3 Tanky zu spielen, logischerweise. Ich habe auch einmal Parage gespielt, weil es eine ganz gute Karte ist. Dann habe ich aber auch 3x Cosmic im Main gespielt, weil Cosmic eine insane gute Karte ist gegen Control-Matchups oder gegen Decks, die halt irgendwelche Sachen siden oder im Main-Deck haben, die dich halt komplett outen können. Deswegen fand ich eine ganz gute Idee. Und dann habe ich einmal Called by the Grave gespielt, weil es eine gute Karte ist und wir unsere Combo eigentlich durchkriegen wollen. Dann kommen wir zu den Traps, da habe ich nämlich ein paar verschiedene gespielt. Ich habe 3x Solemn Strike gespielt, weil Solemn Strike auch Go Second immer noch eine viable Choice ist. Dann habe ich 3 Revolten gespielt. Die Revolte ist einfach die beste Karte dieses Decks. Diese Karte ist insanely powerful, denn die kann quasi ein Banish sein, ein Draw plus Zurückmischen, ein Add
und einen in Friedhofsteck-Effekt. Bruder, das ist unglaublich gut. Und die Karte unter der Can Be Only One kann einfach mal drei Monster sein. Boah, das ist halt, das ist richtig strong. Und deshalb habe ich im Main Deck auch der Can Be Only One gespielt, weil die Decks mich am meisten treffen, wie Dinos oder Dragonlink, ich damit halt stoppen kann. Dann habe ich mit dem Main Deck einmal Imperial Order gespielt. Das ist übrigens ein Shoutout an Alex, der sagte, warum spielt man Imperial Order einmal im Main? Spiel doch dann die Anti-Spiel austrägt. Ich wollte ihn einfach nur triggern. Ihr hättet auch drei Skymaster spielen können, aber ich habe die trotzdem im Main gespielt. Und das war mein 40 Karten Main Deck. Wie ihr jetzt festgestellt habt, habe ich in dem Deck keinen Desires gespielt und keinen Dark Ruler. Könnt ihr sehen, wie ihr wollt. Ich habe Desires halt getestet. Flo hat es gespielt, hat weniger funktioniert und andere haben es auch gespielt. Ich habe mit dem Deck aber wirklich gute Erfahrungen gemacht. Ich habe Desires wirklich nicht benötigt. Und ihr macht Desires meistens ja immer als dritte oder vierte Karte, wenn ihr schon die Sachen rausgesucht habt. Aber ich habe halt gemerkt, für mich im Grindgame fehlt mir halt der Access zu den Karten im Deck. Deswegen habe ich es halt nicht gespielt. Und ihr habt eigentlich nicht unbedingt ein Grindgame, aber wenn ihr gegen Decks spielt, wo das wirklich aufkommt, dann verliert ihr, wenn ihr es halt nicht habt. In den meisten Zügen gewinnt ihr entweder First Turn, weil ihr nichts machen könnt. 3 oder 4 Apollosa plus einen Bounce und eine Set-Card ist für viele Decks schon schwer zu outen tatsächlich. Und wenn das halt dann reicht, geht ihr meistens in der Nachrunde für den OTK mit Access Code. Also auf jeden Fall eine ziemlich gute Sache. Ich würde sagen, ich zeige euch kurz mal mein Extra-Deck. Extra-Deck haben wir uns alle darauf geeinigt, dass das so die besten Ratios sind, die man so spielen kann, weil das halt die besten Karten sind. Wir haben einmal Almirage, Access Code, zweimal Ferrigit, einmal Rugal, dann einmal die Double Dragon Dragonlords, dann einmal den Schicksalsadler, den Doom-Igel und zweimal Shuraik für unsere Link-Monster mit Apollosa zum Abschluss. Und dann spielen wir vier Zodiacs, nämlich Drachzack, Tigermortar, Jackanine, Borbor und einmal den Zeus. Falls wir wirklich Second gehen, kommt das halt auf. Das ist aber ein Extra-Deck, das hat an sich super gut funktioniert. Das haben, glaube ich, auch alle, die Pure Tribe gespielt haben mit der Zoo-Engine, auch genauso gespielt. Würde mich auch wundern, wenn sie es anders gemacht hätten. Ich hatte vorher ein bisschen rumgespielt mit Adler, also mit der Karte hier. Funktioniert auch, aber ihr braucht den Platz für das extra Link 3, damit ihr wirklich immer noch OTKen könnt in der nächsten Runde. Deswegen haben wir das ausgetauscht, also habe ich das ausgetauscht, die Karte hier, obwohl die wirklich halt gut ist, weil die für Excode nochmal ein extra Material ist, dann für den Doom Eagle wieder reinzupacken und den Almirage, der ist halt wichtig. Und mein Side-Deck möchte ich nicht verwehren. Mein Side-Deck sieht auch wie folgt aus. Ich habe einen Pankotops gespielt, weil es eine sehr gute Karte ist, genauso wie Red Reboots und einmal Duster. Das waren so meine Go-Second-Optionen, hat auf jeden Fall super funktioniert. Dann haben wir für Control-Decks noch dreimal Twin Twister in dem Deck drin gehabt, auch eine ziemlich gute Entscheidung. Dann für Combo-Decks Nibiru und für Dinos und Dragon Link haben wir noch einmal Lancia, auch gegen Virtual World halt nicht schlecht. Und wenn wir halt Hardcore First gehen, wir wissen, wir gehen First, zeigen wir drei Anti-Spell rein, weil es halt viele Decks wirklich komplett outen kann. Dann kommen wir jetzt zu meinem Turnierverlauf, wie das so geschaltet ist, wie so meine Erfahrung mit dem Turnier gewesen ist. Erstmal ganz kurz wieder vorweg, Raiden Trade super organisiert. Es gab ein paar Overtimes, die wirklich halt auch ein bisschen länger waren, was mich jetzt persönlich gestört hat, aber es war auf jeden Fall von der Struktur, wie sie es gedacht haben, geplant haben, executed, richtig gut. Auch die Judges, super und top, zumindest die Judges, die ich mitbekommen habe und die Rulings, die hier gekommen sind, richtig cool. Dann reden wir auch kurz über meine Matchups. Ich bin in dem Turnier 5-3 gegangen. Das ist jetzt kein gutes Ergebnis. Ich persönlich habe aber nur zwei Matches verloren und darum geht es jetzt einmal ganz kurz. Ich habe die Extravaganza mit 0-1 gestartet, weil ich das erste Match nicht mitspielen konnte, weil ich für meine Gesundheit impfen war. Das ist natürlich wichtig, für so ein Turnier war ein bisschen doof, aber ich habe mir gedacht, ich bin confident in mein Deck, dass ich, wenn ich Glück habe, ich nur ein Match droppen muss, wenn ich halt ein Matchup bekomme, was ich halt nicht gewinnen kann. Wenn ich ja wirklich nicht gegen Dragonlink spiele, ist das Deck ziemlich safe. Ich habe leider Dragonlink abbekommen, dazu kommen wir gleich noch. Und ja, dann bin ich halt mit 0-1 ins Turnier gestartet. Dann habe ich im ersten Match, kriegt man ja, wenn man halt 0-1 reingeht, meistens etwas mehr Rogue-Matchups, weil die ja auch das erste Match verloren haben. Da habe ich halt gegen UA gespielt. Das Deck macht halt gegen der Can Be Only One leider gar nichts. Es war halt, der Typ war cool, war aber kein interessantes Match, denn der Can Be Only One regelt halt komplett. Dann habe ich halt im zweiten Match habe ich gegen Thunder Dragons gespielt. Habe ich 2-1 gewonnen, weil ich das eine Match halt verloren habe, weil ich halt wirklich komplett Garbage gezogen habe. Das war halt nicht so krass. Dann habe ich im dritten Match habe ich gegen Dragon Link gespielt. Genau, das war halt richtig ätzend. Weil das war extrem knapp, aber auf jeden Fall leider verloren. Und das hat mich ein bisschen getriggert, denn das erste Game war sehr, sehr knapp. Das zweite Game habe ich gewonnen, weil ich OTK'd habe. Und das dritte Game hatte ich halt Antispell, Deck in Be Only One Set, Droll Nibiru in der Hand. Hatte halt die Möglichkeit, halt
Drachenlord zu machen, was jetzt nicht krass war, aber zumindest okay. Und dann konnte ich halt eine Karte von ihm bouncen. Und ich dachte mir halt, das reicht wahrscheinlich, um halt ihn aufzuhalten. Dann aktiviere ich ihn als sein Byface, Anti-Spell, und er aktiviert Red Reboot. Und ich dachte mir so, WTF? Okay, so ein One-Off zu ziehen ist ja gar nicht so schlimm. Der Normal Summon ein Monster. Ich bounce die Normal Summon, weil ich mir dachte, okay, ein Striker Dragon wäre jetzt halt dumm. Und wenn er den Extender hat, kann er halt für Striker Dragon gehen, aber dann kriege ich halt den Droll auf den Boot-Sektor. Das wäre halt okay gewesen. Was macht er? Ich bounce den Normal Summon. Er aktiviert One for One. Noch ein One-Off, wenn er startet. Dann denke ich mir so, okay, dann aktiviere ich auf den Striker Dragon Droll und Lockbird. Dann specialt er von der Hand den White Dragon. Und ich so, wie kannst du denn drei One-Offs ziehen? Auf jeden Fall ist es so, er hat dann noch einen Red MT gehabt und er hat dann durch eine Biro durch mich geballt zur OTK. Durch eine Biro durch. Das ist doch dumm. Das hat mich ein bisschen getriggert, muss ich zugeben. Merkt ihr wahrscheinlich jetzt noch. Auf jeden Fall, das Match an sich war ziemlich cool, aber das hat mich ein bisschen genervt, weil der Red Reboots plus One for One und noch den White, das waren halt drei One-Offs in der Starthand. Das war ein bisschen böse. Dann habe ich in der vierten Runde gegen ein anderes Deck gespielt, woran ich mich nicht mehr erinnern kann, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, die vierte Runde war VW. Ich weiß es aber nicht, weil ich habe auf jeden Fall die vierte Runde gewonnen. Genau, weil ich war nachher 3-2, genau. Dann danach das Match kann ich mich auch nicht mehr erinnern, wenn ich ehrlich bin. Ich habe, glaube ich, gegen... Genau, ich habe... Oh, genau. Im sechsten Match habe ich gegen Dogmatica gespielt. Also Dogmatica Shadow Invoked. Und das ist halt für das Deck halt nicht wirklich schwierig. Das Auto ist halt komplett. Deswegen auf jeden Fall nicht bad. Dann habe ich im siebten Match gegen Julio gespielt mit seinem Guru-Deck. Das war ziemlich knapp, ich hätte das fast verloren, aber ich habe Julio leider besiegen können. Also schade für ihn, für seinen Tiebreak. Und im achten Match habe ich gegen Lucien und sein Mystic Mind Burn gespielt. Und das war dann halt mein dritter Loss, also mein zweiter Loss, den ich halt selber erspielt habe. Was sehr schade war, weil das Match war ein bisschen dumm. Wir haben einen Deck-Check gehabt und vor dem Deck-Check hätte ich halt Game 2 zwei Anti-Spell-Set gehabt. Da hätte ich nicht viel gemacht und ich hätte halt nächste Runde OTK haben können. Das hat mich ein bisschen genervt, aber so ist das halt manchmal. So, alles in allem, die Extravaganza war ein richtig cooles Erlebnis, auch die Interaktion zwischen den Spielern. Ich habe wirklich die Möglichkeit gehabt, zwischen den Runden mit Max Kolze zu reden, mit Daniel Hartmann, mit Tim, der halt wirklich auch First gegangen, also der auch wirklich Erster geworden ist. Dann mit Flo, der halt Dritter gegangen ist, mit Lucien, der auch dann in den Top 16 gekommen ist mit seinem Mystic Mind Burn Deck. Also es war alles in allem eine sehr, sehr coole Erfahrung, die ich da gemacht habe. Ich würde euch wirklich sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, eine Extravaganza mitzuspielen und ihr habt das Kleingeld dafür, dann macht das. Es war auf jeden Fall ziemlich cool. Ich habe auch einen Tag davor bei dem Giant Card Event mitgemacht. War nicht so erfolgreich, weil ich mein Deck noch ein bisschen anders gespielt hatte. Und ich hatte das Deck halt wirklich erst Freitag ausgepackt, weil ich halt 14 Decks getestet hatte vorher in den letzten drei Wochen, weil ich halt Dinos nicht gefühlt hatte. Das war's mit meinem tollen Videobericht zu der Extravaganza. Lasst mir gerne mal ein Abo da für den Channel, wenn ihr mehr von meinem Content sehen wollt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao, Leute.